Sitzung des Präsidiums der SPD. In dieser Sitzung haben wir uns zum einen mit der Gesamtlage beschäftigt. Wie sieht es im Augenblick aus mit der Pandemie? Und da können wir sagen, wir haben festgestellt, dass es eine fragile Entwicklung ist. Wir haben auf der einen Seite immer stärker werdende wirtschaftliche und existenzielle Forderungen und Folgerungen und auf der anderen Seite zwar einen Zustand erreicht, in dem wir sagen können, die Zahlen sind gut, aber es ist fragil. Es ist eben so, dass wir jetzt mit Lockerungen sehr vorsichtig umgehen müssen. Das erhöht die Eigenverantwortung der Menschen im Land. Wir wollen es auf die Regionen beziehen, die entscheiden können, was zu tun ist. Das bedeutet auch, dass wir in den Grenzregionen dafür sorgen müssen, dass nicht der Schlagbaum die Entscheidung darüber fällt, ob ein Gebiet kritisch ist oder nicht. Wir müssen die Möglichkeit wieder haben, dass Menschen grenzüberschreitend miteinander kommunizieren können. Aber das Entscheidende ist jetzt, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zunichte machen, was wir erreicht haben und auf der anderen Seite jetzt dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und dazu hat das Präsidium zwei Dialogformen eingerichtet. Das eine ist ein Zukunftsdialog, zu dem Saskia Esken gleich noch was sagen wird. Das andere ist ein Branchendialog, Branchendialoge, die wir führen wollen, die jetzt in Richtung auf ein Konjunkturprogramm gehen. Das heißt, wir wollen sehr schnell dazu beitragen, dass auch von der sozialdemokratischen Seite aus mit sozialdemokratischem Akzent deutlich gemacht wird, wie machen wir ein Programm, das jetzt zeitgerecht, das zielgruppengerecht, das auch gebunden an Erwartungen, die man an diejenigen hat, die mit Steuergeld gestützt werden, dass auf diese Art ein zeitlich befristetes Programm anläuft, das unsere Wirtschaft wieder stützt, das Arbeitsplätze schafft und das vor allen Dingen auch die Gelegenheit nutzt, die jetzt eine Krise gibt, nämlich auch in Weichenstellungen neu zu stellen, etwa in der Automobilindustrie oder in anderen Bereichen, damit wir auch nach der Krise zukunftssicher und zukunftsfest sind. Ja, das sind eben die drei Horizonte, mit denen sich derzeit Politik zu beschäftigen hat. Zum einen die Bewältigung der Pandemie, die ja durchaus nicht überwunden ist, nicht in Deutschland und nicht in der Welt. Wir sehen ja auch, dass Länder wie Südkorea jetzt beispielsweise wieder zu Schließungen und zu Kontaktbeschränkungen auch zurückkehren müssen. Zum anderen, das heißt, also dafür haben wir kein Drehbuch. Zum anderen müssen wir tatsächlich die wirtschaftlichen und die sozialen Folgen nicht nur durch Sofortmaßnahmen abfedern, sondern wir müssen jetzt auch zusehen, wie wir der Wirtschaft und wie wir aber auch den Familien und den Einzelpersonen, deren Einkommen weggebrochen sind, wieder auf die Beine helfen. Da kommt es darauf an, dass eben in den Debatten eben um das Konjunkturprogramm die entsprechenden Weichen auch gestellt werden. Und der dritte Horizont ist tatsächlich der, wie entwickeln wir uns als Gesellschaft, aber auch als Wirtschaft tatsächlich aus dieser Situation heraus in die Zukunft hinein. Das heißt also, dort Gefahren, die sich aus Corona ergeben, zu beleuchten, nämlich zum Beispiel die Entwicklung der Rollen, Verteilung in den Familien, die jetzt wieder sehr traditionell wird, worunter die Frauen in der Hauptsache leiden. Und das soll sich nicht verfestigen. Das ist jetzt eine Situation. Wir sehen in dieser Situation, dass es mit Erwerbsbeteiligung von Frauen zu tun hat und natürlich auch, dass wir in hohem Maße abhängig sind von einer gut leistungsfähigen Kinderbetreuung und Bildungseinrichtungen, die eben da auch mitspielen, ebenso wie bei der Pflege von Angehörigen auch die Tagespflege und die ambulanten Pflegeeinrichtungen eine große Rolle spielen. In dem Moment, wo die wegfallen, sind Frauen einfach doppelt, dreifach und vierfach belastet. Und solche Schräglagen gilt es zu verhindern, dass die sich verfestigen. Auf der anderen Seite eben auch drauf zu schauen, wie werden die Lasten dieser Krise verteilt, wie werden aber auch die Chancen aus Weiterentwicklungen verteilt. Wir haben jetzt einen sehr starken Schub für die Digitalisierung bekommen durch die Pandemie, weil ja viele jetzt eben digitale Methoden anwenden, um zu kommunizieren, um zusammenzuarbeiten. Das wollen wir nutzen für die Zukunft, das wollen wir verstärken in der Zukunft, aber eben auch da die richtigen Weichenstellungen stellen,
so dass eben auch alle gut daran teilhaben können, dass wir in großer Souveränität auch daran teilnehmen, als Individuen, als Staat, als Wirtschaft. Und diese Zukunftsfragen sich eben zu stellen, dazu haben wir einen Zukunftsdialog eingerichtet, der eben auch den Dialog nach draußen, auch mit der Öffentlichkeit führen soll, wo wir Vertreter von Partei, aber auch von Regierung und von der Bundestagsfraktion einbeziehen und zudem vier unabhängige Experten und Expertinnen, mit denen wir ins Gespräch gegangen sind, ob sie uns da unterstützen wollen. Die sollen nicht etwa nur jetzt SPD-Linie vertreten in diesem Dialog, sondern die sollen vor allem auch kritischer Stachel sein, kritische Fragen stellen und auch eine andere Sichtweise mitbringen. Soziologen, Sozioinformatiker, Psychologen, die einen anderen Blick, auch den Generationenblick zum Beispiel auf die Fragen der Zukunft richten und uns da auch zu Botschaften nach draußen und zu Drähten auch nach draußen verhelfen. Wir werden selbstverständlich digital tagen in diesen Gremien in den nächsten Wochen und wir werden eben auch über die digitalen Möglichkeiten niederschwellig auch das Verfolgen dieser Debatten und eine Teilhabe und Teilnahme an den Debatten auch ermöglichen. Wir haben interessante Persönlichkeiten tatsächlich berufen können oder sind mit ihnen im Gespräch. Das ist zum einen Professor Jutta Almendinger, die bekannte Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung hier in Berlin. Wir haben Professor Katharina Zweig von der TU Kaiserslautern, die dort Sozioinformatik betreibt und in Sozioinformatik beleuchtet die Frage, wie wirkt sich eigentlich die Digitalisierung auf Individuen, auf Organisationen, auf Gesellschaft aus. Ganz wichtiger Aspekt. Dazu kommen Vertreter der Generationenstiftung, die eben nochmal auch den Blick der jungen Leute auf das einbringen, was wir zu tun haben. Die haben schließlich mehr Zukunft als wir. Und da geht es um die Frage, das sind Autoren des Buches, ihr habt keinen Plan. Lasst uns mal einen aufschreiben, ist der Subtext sozusagen. Und das wollen wir auch sehr gerne hören. Diese Fragen wollen wir gerne einbeziehen. Und dann ist es noch Stefan Grünewald von Rheingold, der den Blick eben der Psychologe der Nation, so wird er manchmal genannt, der eben auch den psychologischen Blick, psychosozialen Blick nochmal auf die Gesellschaft uns hilft, auch mit aufzunehmen. Ja. Würden Sie sich bitte stellen, dass die Antwort dann in die Mitte kommt? Hier sind die Hauptkammern in die Mitte drin. Ja. Oder Sie schauen einfach mich an, ist auch okay. Ja. Soweit das geht bei dem Licht. Ja. Also da geht es eben darum, sind die Lockerungen zu früh, beziehungsweise sind die Länder und die Landkreise der richtige Adressat für diese Lockerungen auch auszusprechen oder zurückzunehmen? Also ich glaube schon, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen war, dass wir aufgrund der Zahlen eine Lockerung vornehmen konnten. Die ist sicher in dem Kreis der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin doch weitgehend ausgefallen. Richtig ist, dass es jetzt regional auf die Schwerpunkte ankommt und dass man nicht für das ganze Land nur eine Lösung hat. Aber das macht die Eigenverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger größer. Und wir erleben im Augenblick, dass das ein Stück auseinanderläuft, dass wir auf der einen Seite Menschen haben, die sehr behutsam, sehr bewusst mit dieser Situation umgehen. Und wir haben andere, die jetzt Protest deutlich machen, was richtig ist. Man darf protestieren, wir haben ein Demonstrationsrecht. Aber wir haben offenbar auch Kräfte dabei, die die Gesellschaft destabilisieren wollen. Und damit verbunden ist natürlich auch eine große Gefahr. Und deswegen ist es richtig, jetzt zu lockern. Es ist richtig, das regional zu sehen. Es ist auch kein Wunder, dass in dieser Zeit die Zahlen dann wieder etwas nach oben gehen werden. Aber wir werden genau darauf achten müssen, an welcher Stelle man im Zweifel die Reißleine wieder ziehen muss. Und das hängt sehr davon ab, wie der Einzelne sich verhält.
Na, wir haben zu Beginn der Krise eine sehr starke, gute Abstimmung auch zwischen der Bundesebene und den Bundesländern gehabt. Das wäre vielleicht ohnehin noch anzufügen, auch an die Frage vom Kollegen, ob denn die Länder jetzt die richtige Ebene sind. Die waren schon immer die richtige Ebene. Die sind nämlich zuständig für Kitaschließungen, Schulschließungen, aber auch wieder für die Eröffnungen, auch für die Konzepte, die dahinter stecken. Aber es ist natürlich wichtig für die Menschen, damit die unsere Maßnahmen auch verstehen, dass die einigermaßen abgestimmt sind. Und dazu gibt es Fachministerkonferenzen, die jetzt auch die Grundlagen dafür legen werden, dass wir weiterhin eine gute abgestimmte Linie haben. Es ist wichtig, wie gesagt, auch für die Akzeptanz, dass die Maßnahmen gut abgestimmt sind, dass sie auch gut verstanden werden. Und für mich ist auch besonders wichtig, dass eben immer wieder auch in den Maßnahmen und in dem, wie wir beschließen, zu sehen ist, dass wir die Situation der Menschen im Land sehen und dass wir darauf auch reagieren, nicht nur in Verantwortung für die Infektionszahlen, sondern auch in Verantwortung für die psychosoziale Gesundheit, zum Beispiel der Familien, der Kinder. Kinder brauchen Kinder, die müssen sich auch gegenseitig begegnen. Die brauchen aber auch Bildungschancen und die entstehen nicht nur durch das Versenden von Arbeitsblättern per E-Mail. Und deswegen müssen Schulen und Kindertagesstätten natürlich auch wieder ihre Angebote, auch Präsenz und Betreuung öffnen. Und dazu muss ein gut abgestimmtes Konzept jetzt möglichst bald entwickelt werden, damit Familien eine Entlastung bekommen. Ich bin froh über eine tatsächlich bundesweit entschiedene Veränderung bei den Kontaktbeschränkungen, nämlich dass Familien jetzt eine Familie mit einer weiteren Familie gemeinsam auch draußen was unternehmen kann. Das ist eine gute Entwicklung. Wie gesagt, bringt Kinder zusammen und bringt aber auch Eltern zusammen, die auch mal einen Austausch mit einem anderen Erwachsenen brauchen als nur zu Hause. Das tut uns, glaube ich, allen gut. Naja, es gibt verschiedene Werte, das haben wir jetzt in der Vergangenheit gelernt. Aber die Frage, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr und die Übertragungsgefahr auf andere, da ist die 1 natürlich schon ein kritischer Wert. Und der ist gerade wieder überschritten worden und insofern ist dann hohe Vorsicht geboten. Es ist nicht der einzige, aber wir können ja im Moment schon sagen, dass wir in Deutschland bei trotzdem einer hohen Anzahl von Opfern, die sollten wir nicht vergessen, aber noch eine deutlich glimpflichere Entwicklung haben als andere Staaten. Großbritannien hat etwa 30.000 Opfer dieser Pandemie, bei uns sind es 7.500. Großbritannien hat weniger Einwohner als Deutschland. Aber das ist genau auch die Gefahr, die darin besteht, dass man jetzt denkt, dann ist ja das, was davor gemacht worden ist, möglicherweise zu streng oder zu eng gewesen. Da einen falschen Schluss draus zu ziehen, das wäre, glaube ich, fatal. Und deswegen müssen wir uns diese einzelnen Werte schon angucken. Ich halte den R-Wert schon für einen, der eine verlässliche Warnlampe jedenfalls ist und der uns allen klar machen muss, wenn die 1 überschritten ist, dann müssen wir alle dafür sorgen, dass wir uns auch der Freiheiten, die wir jetzt wieder haben, mit diesen Freiheiten so umgehen, dass das verantwortungsbewusst ist, auch für andere, nicht nur für uns selbst. Wie sehen Sie denn diese ganze Demo-Geschichte, die am Wochenende passiert ist? Muss man da einschreiten? Worauf muss man da aufpassen? Wie ist da Ihr Standpunkt? Naja, es gibt schon, wenn ich gerade noch zu dem, was ich vorher gesagt habe, noch anfügen darf, es gibt natürlich ein hohes Gut in der Demokratie und das ist das Recht zu demonstrieren. Und dass das jetzt eine Zeit beschnitten war, das durfte nur eine kurze Zeit so sein. Die Frage ist, was man damit macht. Und wenn man sieht, dass es hier destabilisierende Kräfte gibt, dann ist das besorgniserregend. Nur man kann ihnen natürlich jetzt nicht mit Mitteln begegnen, die wiederum den Rechtsstaat aushebeln, dann hätten sie ja praktisch gewonnen. Also ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, aber wir müssen vorsichtig sein in diesem Bereich. Allerdings ist es so, dass das Recht nicht eingeschränkt werden darf, dass Menschen auch mit einer Meinung auf die Straße gehen, die uns vielleicht nicht gefällt. Ja.
Demonstranten müssen sich an die Regeln halten. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und da geht es nicht darum, dass sie nicht den Bedarf oder das Ziel haben dürfen, die Gesellschaft zu spalten. Das ist nicht verboten. Da müssen wir demokratisch gegen vorgehen. Aber sie müssen sich an die Abstandsregeln halten, an die ihre Hygieneregeln halten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann so eine Demonstration auch mal aufgelöst werden. Übrigens auch, wenn es gewalttätig wird, kann die Polizei eingreifen. Das kennen wir aus anderen Zusammenhängen ja auch. Und es sind Polizeikräfte angegriffen worden tätlich und es sind Journalisten angegriffen worden. Und das ist aufs Schärfste zu verurteilen. Und da müssen die Sicherheitsbehörden auch entsprechend reagieren. Auf der anderen Seite ist die Debatte natürlich wichtig und notwendig. Und sowohl über die Berechtigung der Maßnahmen, auch die Berechtigung der Zahlen. Wir hatten gerade diese R-Zahl angesprochen. Ist das jetzt, reagieren wir da richtig drauf? Die Debatte ist wichtig und die muss auch erlaubt sein, auch mit Protestformen. Aber man muss sich eben an die Regeln halten. Und wenn wir merken, dass solche Proteste und auch natürlich die Debatten im Netz gesteuert sind von solchen, auch von außerhalb Deutschlands, von solchen Kräften, die eben einer Destabilisierung unserer Demokratie interessiert sind, dann werden wir auch dort Mittel und Wege finden müssen, um einzugreifen. Wenn ich da nochmal eine Nachfrage stellen darf, Sie haben jetzt eben über genau die gewalttätigen Angriffe auf Journalisten und so weiter gesprochen, aber es gab ja auch bei den Demonstrationen den Fall, dass dann Leute natürlich ihre Verschwörungstheorien entgegengerufen haben. Es gab Bilder, wo sich Leute die Flaschen zugereicht haben, aus derselben Flasche getrunken haben. Ja. Wie stehen Sie denn dazu? Weil das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte sein. Nee, also Verschwörungstheorien zu erzählen ist nicht verboten. Wir haben auch kein Wahrheitsministerium in Deutschland. Das heißt, da sind wir als Politik, als Parteien, wir haben einen Faktenfinder eingerichtet, Faktenfunk und Sie natürlich auch als Medien auch aufgerufen, da Aufklärung zu betreiben über diese Dinge und die Wahrheit zumindest mal richtig zu stellen, was da erzählt wird. Es wird noch sehr, sehr lange keinen Impfstoff geben. Dann ist auch bestimmt keine Impfpflicht steht im Raum. Das ist ganz klar. Der Immunitätsausweis ist vom Tisch, so wie er geplant war, vor allem wenn es darum geht, dass wir dann unterschiedliche Teilhabe damit gewähren würden und würden die Gesellschaft in Immune und Nicht-Immune aufteilen. Solche Ideen sind völlig abwegig, die wird es nicht geben in Deutschland. Dazu sind wir auch ein demokratisch verfasster Staat, der auch auf die Würde des Menschen und auf die Gleichheit der Chancen ja auch ausgelegt ist. Und auf der anderen Seite eben geht es darum, dass solche Geschichten nicht nur von Einzelnen erzählt werden, sondern eben von vielen auch geteilt und weiter verbreitet. Und da müssen wir eingreifen. Wer aber in der Öffentlichkeit Getränke untereinander teilt, der muss auch damit rechnen, dass er eine Ordnungswidrigkeit begeht, die nicht unerheblich bestraft werden kann. Und da müssen eben die Ordnungskräfte dann auch eingreifen. Und ich hätte noch eine letzte Frage zu einem anderen Thema. Und zwar ist seit ein paar Stunden im Internet zu lesen und viele Agenturen berichten es, dass Frau Nahles wieder einen neuen Job hat. Da geht es um einen Versorgungsjob, die sich sozusagen um die Versorgung der führenden Postbeamten kümmert. Was sagen Sie dazu? Da kann man im Moment nichts zu sagen, weil das eine Information ist, zu der es überhaupt noch keine richtigen Grundlagen gibt. Aber wichtig ist, dass wenn, dann geht es nicht um die Versorgung einer Person, sondern um die Versorgung der Postmitarbeiter. Und da darf auch eine Andrea Nahles nicht ausgeschlossen sein, wenn es darum geht, als qualifizierte Bewerberin für etwas in Frage zu kommen. Aber inwieweit daran jetzt etwas ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Ja. Ciao. Ciao.